Zu den Rahmenbedingungen zu dem Spiel, der Olli liegt mir jetzt schon seit knapp einem Tag im Ohr, was wettermäßig angeht. In Unterhaching im Moment einiges geboten. Das ist genau das Ambiente, denke ich, was uns auf dem Platz auch erwartet morgen. Sehr viel Intensität, sehr viel Kampf, sehr viel Gegenwehr. Wobei wir morgen auf eine Mannschaft treffen, die sehr spielstark agiert. Und was den Kader angeht, da eine Info für Sie, dass wir zum Glück keine verletzten und kranken Spieler mehr haben, das stimmt. Wird sich jetzt, was den Kader fürs Spiel morgen angeht, aber auch darüber hinaus nichts verändern. Also das heißt, wir reisen unverändert mit der gleichen Kabine vom Freitag jetzt später dann nach München und ja, wollen versuchen, uns einen guten Einstieg ins Spiel zu verschaffen. Jetzt haben wir alle gesehen am Freitag, wie wichtig das sein kann. Auf der einen wie auf der anderen Seite. Ich denke, einige Gesichter hier nach dem Spiel waren ein bisschen erschrocken oder noch ein bisschen beeindruckt. Das ging uns ehrlicherweise genauso, aber umso besser dann die Reaktion der Mannschaft. Und die Aufgabe für morgen wird sein, dass wir uns einen guten Einstieg verschaffen, dass wir versuchen, uns auch den Respekt zu verschaffen auf dem Platz und unseren Stempel aufzudrücken. Insofern haben wir uns ganz schön viel vorgenommen und ja, wir freuen uns auf das Spiel morgen Abend und natürlich auch darüber, dass offensichtlich so viele Menschen mit in den Süden reisen und die Mannschaft unterstützen. Ja, also erstmal freuen wir uns auf dieses Spiel. In Haching ist mit 2.500 nicht so viel geboten auf den Rängen. Wir wollen es natürlich zum Heimspiel machen mit unseren Fans im Rücken. Und natürlich, wir wissen, dass eine spielerisch gute Mannschaft ist, aber wir wissen auch, wo sie ihre Schwachstellen haben und die wollen wir nutzen. Hätten ihn total gerne eingebaut. Oskar ist, also war viruserkrankt. Glaube ich, in Summe dann 8 oder 9 Tage weg und das führt noch zu nichts. Der hat jetzt im Moment gute Trainingseinheiten gemacht. Wir müssen gucken, dass wir ihn stabil bekommen und ihn dann nicht mit irgendwas überrennen, was im Moment nicht zu ihm passt. Deswegen bleibt er hier in Karlsruhe. Den hatte ich, glaube ich, bei 60 in der A-Jugend. Ist ein hervorragender Trainer. Ich habe auch jetzt noch ein bisschen Kontakt mit ihm. Aber er will immer Fußball spielen lassen. Das sieht man jetzt auch in Unterhaching. Aber ja, wir wollen trotzdem gewinnen. Jungs, kommt doch mal mit der Aufstellung jetzt. Ich meine, oh mein Gott, nochmal hier, der Counter läuft gleich an. Ja, bleibt mir doch weg mit dem Papier. Hey, die KSC-App. Ein Klick, noch ein Klick. So, da ist er. Ja, bleibt dran, braucht nichts. Kleiber Markiesen präsentiert den KSC. Y'all ready for this?